Wie ernst steht es um den möglichen Kampf zwischen Ex-Chef Elon Musk und Meta-Erfinder Mark Zuckerberg? Musk schrieb nun zumindest, dass er möglicherweise eine Operation benötigen könnte und plant, eine MRT-Untersuchung für seinen Nacken und den oberen Rücken durchzuführen. Das gab er auf der Plattform X bekannt. Das genaue Datum ist noch im Fluss. Ich werde morgen ein MRT meines Halses und meines oberen Rückens machen lassen. Möglicherweise ist eine Operation erforderlich, bevor der Kampf stattfinden kann. Werde es diese Woche wissen, so Musk. Zum Hintergrund: Elon Musk twitterte im Juni auf Zuckerberg bezogen: Ich bin bereit für einen Käfigkampf, wenn er es ist, lol. Zuckerberg antwortete wiederum in einer Instagram-Story: Sag mir wo. Die beiden Milliardäre, die beide Social-Media-Plattformen leiten, streiten sich seitdem öffentlich. Am 6. August schrieb Musk, dass der Kampf auf X gestreamt wird und alle Erlöse an eine Wohltätigkeitsorganisation für Veteranen gehen, laut einem Beitrag auf der Plattform. Zuckerberg sagte in einem Beitrag auf Threads am selben Tag, dass er den 26. August als Termin für den Kampf vorgeschlagen habe, aber Musk habe nicht bestätigt.